Hallo meine Freunde der Märchenwelt. Heute lese ich euch eine kleine Geschichte vor. Ist also kein Märchen. Es ist eine wahre Geschichte, die mir als Kind im Alter von 12 Jahren passiert ist und die mir so in Erinnerung geblieben ist, dass ich sie aufgeschrieben habe. Die steht auch in einem Buch von mir, in dem Buch Geschichtel und Gedichtel. Und die Geschichte heißt, die Baumüller-Oma erklärt den Sündenfall. Jetzt muss man dazu sagen, die Oma ist tatsächlich die Mutter meiner Mutter gewesen und deren Mädchen war, Namen war eben Baumüller und deswegen war das die Baumüller-Oma. Tja, dann lese ich euch die Geschichte mal vor. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Ich erinnere mich noch sehr gut an unseren Religionslehrer in der 6. Klasse. Da war ich eben 12 Jahre alt in der 6. Klasse. Ein herzensguter Pater, bestrebt, den Religionsunterricht etwas interessanter zu gestalten, um die Begeisterung in uns Schulkindern zu wecken. Ihm war auch immer sehr wichtig, das Elternhaus und die Umgebung irgendwie mit einzubeziehen. Es war ein toller Pater, gibt's wenig von denen, zumindest damals. Heute wahrscheinlich immer noch. Eine unserer Hausaufgaben war, Eltern, Freunde, Nachbarn und so weiter zu befragen, wie sie sich denn die Entstehung der Menschheit vorstellten und ob es die Vertreibung aus dem Paradies denn wirklich gegeben habe. Sehr interessant für mich als klassisch-katholisch erzogenes Mädchen fand ich die Ausführungen eines väterlichen Freundes in der Nachbarschaft. Von ihm hörte ich erstmals Begriffe wie Urknall, Einzeller und Evolution. Seine Ausführungen boten meiner Klasse über mehrere Religionsstunden Stoff zur Diskussion. Ihm selbst bescherte es einen Besuch unseres rührigen Paters, der sich berufen sah, ein scheinbar verlorenes Schaf in die Herde Gottes zurückzuführen, mit der Erkenntnis, dass es sich bei dem Nachbarn aber eher um einen sturen Bock handelte, der auf seiner Meinung hinsichtlich Urknall, Einzeller und Evolution absolut bestehen blieb. Naja, jedem seine Meinung. Meine Großmutter hingegen, die Baumüller-Oma, war eine einfache Bauersmagd. Aber sie hatte gesunden Menschenverstand. Es war eine sehr kluge Frau. Den Glauben hatte sie sich in einer fast kindlichen Form bewahrt. Auch das, weiß ich, ist mittlerweile etwas Beneidenswertes. Ihre prägnante Beschreibung der Vertreibung aus dem Paradies ist mir deshalb in lebhafter Erinnerung geblieben. Wenn ich da manchmal dann denke, ich höre sie heute noch. Wir sitzen in ihrer Küche. Sie hat ihre dunkelblaue Kittelschürzen angehabt mit so weiße kleine Blämmerl drauf, was da so früher immer gegeben hat. Meine Oma hat so einen riesen aufgestockten Dutt gehabt. Ja, in mittlerweile meiner Haarfarbe. Früher waren meine Haare dunkelbraun, die von der Oma auch. Aber in hohem Alter hatte sie dann auch dieses grau-weiße Haar, so wie ich jetzt auch. Ja, könnt ihr jetzt auch schon eine Oma sein. Ja, da sitzt sie so auf ihrem Küchenstuhl in ihrer Schürzen und dann fängt sie zum Erklären an. Ja, mei. Der Herrgott hat an Adam und die Eva gemacht. Ja. Alles haben sie dürfen. Alles. Bloß die Äpfel. Die Äpfel. Die wollte der Herr für sich allein. Zwingt er eine Schlange. Hat aber nachher die Eva einen Apfel brockt. Und den hat es nachher am Adam gegeben. Ja, so war das. Und der Blädhund hat in den Apfel bissen. Ja. Und deswegen müssen wir jetzt jeden Tag so schwer arbeiten. Ja, so war das. Tja. Heute schmunzelt man drüber. Die gute Oma hat es aber wirklich so geglaubt. Ich sage ja, beneidenswert. Auf jeden Fall ist es sicher verständlich, dass unser guter Pater damals meine Oma sehr gern und oft besucht hat. Tja.
haben viel miteinander geratscht, wie es so schön heißt, und sie haben sich auch gut verstanden. Wohingegen aber mein väterlicher Freund in der Nachbarschaft nur ein einziges Mal Besuch von dem netten Pater damals erhalten hat. Wen wundert's? Mich nicht.